bin Andreas Selk. Ich bin Dozent für den Bereich Selbstmanagement und Führungspsychologie, genauso für den Bereich Unternehmenspsychologie und Marketingpsychologie. Wenn wir auf diese vier Fächer schauen und auch schauen, welche Lerninhalte, welche Kompetenzen werden denn dort vermittelt, dann geht es eben beim Selbstmanagement sehr stark darum, was Personen in ihrem Arbeitsalltag einfach für Herausforderungen erleben, sich selbst im Blick zu behalten, sich selbst zu managen. Was bringt denn überhaupt die Psychologie ein? Also was an Wesentlichen zum Bereich auf der einen Seite Führung, zum anderen zum Arbeiten in Organisationen, zum dritten auch in der Entscheidungsfindung, die ja auch durch Marketing beeinflusst ist. Und all das, um all das rankt sich auch das, was in der Veranstaltung passiert. So, Studierende bereiten sich auf die Präsenzveranstaltungen dadurch vor, dass sie zum Beispiel einen Online-Test machen, um herauszufinden, was ihre Stärken sind. Sie kommen also mit einigen Erkenntnissen über sich selber schon rein. Die Präsenz wird dann damit verbracht, sich über seine Stärken erstmal Klarheit zu verschaffen. Wenn ich Führungskraft bin, ist ja auch häufig so, dass auch Führungskräfte sich im Seminar befinden, einfach auch damit zu fragen, was sind herausfordernde Führungssituationen für mich und welche erfolgskritischen Kompetenzen sollte ich mitbringen. Und genau diese erfolgskritischen Kompetenzen, die schulen wir natürlich dementsprechend auch. Dass man sich klarer darüber wird, was ist gutes Verhalten als Führungskraft, was erwarte ich überhaupt, wenn ich über gute Führung und Zusammenarbeit spreche. Womit werden Unternehmen in dieser Zeit konfrontiert, wenn es auch gerade um die unternehmenspsychologische Seite geht? Also wir sehen ganz, ganz viel Wandel. Wir sehen Wandel weg von so klassischer hierarchischer Organisation bis hin zu kollegial geführten Unternehmungen. Wir sehen einen Wandel weg von so Planen und Absichern und hin zu Entscheiden und Gestalten unter Ungewissheit. Wir sehen einen Wandel zu immer mehr Individualität. Und das meiste, was gerade geschieht, ist eine starke Individualisierung in den Organisationen, bei der Gleichzeitigkeit sich mit der Gesamtorganisation zu identifizieren. Und Organisationen, die das anbieten, also Organisationen, die schon von ihren Prinzipien, von ihren Arbeitsprinzipien so aufgebaut sind, dass sie das mitbringen, die haben riesige Vorteile. Das bedeutet, dass Unternehmen in der Lage sein müssen, eine gute Balance herzustellen zwischen der notwendigen Autonomie des Einzelnen und den Rahmenvorgaben, also den klaren Leitplanken, damit Menschen sich nicht verlieren in der Organisation. Dass sie klar darin sind, dass sie im weitesten Sinne neudeutsch Menschen empowern, also sie dazu befähigen, in Organisationen wirksam zu werden und einfach ihre Stärken zu stärken. Es kommt so zum Ausgangspunkt zurück zu der Frage, warum machen wir so einen Online-Fragebogen zum Beispiel zu Stärken, weil gerade diese Stärken zur Kenntnis zu nehmen und auszubauen, ist ein ganz Wesentliches für Menschen in modernen Organisationen. Also ich glaube, sowohl Ziel meiner Arbeit, aber ich glaube auch Ziel für die Klarstellungen innerhalb des Seminars sind, dass Menschen Tag für Tag so zufrieden wie möglich zur Arbeit gehen, dort lohnenden Tätigkeiten nachkommen, diese lohnenden Tätigkeiten von Vollfreude den Tag über machen und idealerweise abends voller Freude wieder ihr Unternehmen verlassen.